Hallo, ich zeige euch heute mal, wie ihr wahnsinnig tolle Fondant-Rosen innerhalb von ein paar Sekunden selber herstellen könnt. Die werden wirklich so wie auf dem Motiv. Und ihr habt dazu einfach einen rosanen Fondant, den findet ihr bei uns im Online-Shop, wie auch einen Fondant-Roller und eine Backmatte. Ich habe mir hier schon ein bisschen Bäckerstärke verteilt, einfach damit das nicht kleben bleibt, weil wir den Fondant so relativ dünn ausrollen. Nochmal gut durchkneten, dass er schön weich ist. Ihr rollt den Fondant relativ dünn aus. Dann nehmt ihr den Aufstecher mit der scharfen Kante nach unten, drückt ihn einmal schön fest, nehmt den überschüssigen Fondant weg, gut zusammenkneten und luftdicht verpacken. Und dann habt ihr hier dieses kleine Muster. Ihr könnt jetzt selber entscheiden, ob ihr es größer machen wollt oder kleiner, die Röschen. Ich nehme jetzt den Fondant-Roller und gehe nochmal drüber, weil ich merke, der ist doch ziemlich dick geworden und gerade die Kanten vorne, so sprich die Blütenblätter, die wir jetzt dann gleich oben sehen werden, da ist es toll, wenn die dünn sind. Ihr könnt den Roller auch nochmal von der anderen Seite nehmen und so richtig drüber rollen. Oder ihr nehmt den Finger und dünnt das Ganze nochmal ein bisschen aus. Umso feiner sie sind oben an der Kante, umso eleganter schaut die Rose dann aus. Heben das Ganze dann nochmal hoch und klappen es einmal über. Schön, dass die hier überlappend sind. Also immer schön dazwischen, das Ganze fest und rollen dann von einer Seite aus ein. Es gibt quasi die kleine Knospe und drehen immer munter weiter. Es kann locker sein, dass es nachher dann auch schön zusammenhängt. Drehen, 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 drehen. Und seht jetzt hier, wie toll das geworden ist. Ein bisschen nach außen drehen. Rosen haben hier vorne ja auch immer so einen leichten Knick. Das könnt ihr jetzt ganz toll modellieren.